Hallo mein bester Kilian, schön, dass du da bist. Heute Servus, geht's um Servus, deinen Servus, Test. Servus. Heute geht's um dein Testimonial. Genau. Ja, am Anfang stell dich mal kurz vor, dass die Zuhörer mal wissen, wer du bist. Genau, mein Name ist Kilian und ich bin 37 Jahre alt und ich bin sehr froh, dass ich damals, wann war das, im Mai, ja, das war, ich habe uns beim dieser XXL Party in München getroffen. Ja, ich Single Party, war genau. Single Party, genau, und ich war völlig enttäuscht. Das war also 30 Frauen und 50 Männer und keine Dreamfrau, also keine Traumfrau. Und ich habe gesagt, ja, schau, schau. Er hat mir gezeigt, ja, schau, 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 schau. WhatsApp geschaut, ja, und das war die ganze volle mit den Chats, mit den Frauen, mit dem, echt, was machst du, was machst du? Ich bin eine, was hat er, ich bin eine Flipmeister. Was ist Flipmeister? Komm, komm, komm. Und damals, wir waren beim Bahnhof bei München, ja, und du hast mir gesagt, komm, du bist zu einer Frau gegangen, ja, und angesprochen, und ich war total überrascht, wie läuft es, wie leicht bei dir war es, wie einfach so, ohne Stress, ohne Gedanke einfach machen, und sie hat gelacht, ja, sie hat reagiert, und ich war völlig überrascht, dass bei mir das klappt nie, ja, und ich hatte immer Angst, und ja, das war unsere erste Kennenlernung. Ja, es war eine geile Sache, ja, hast du erzählt. Du warst auch sehr lange auf Tinder unterwegs, hast ja auch gesagt, Tinder ist nicht so geil, würdest du niemandem empfehlen. Ja, Kannst das du dazu ist was sagen? die Sache. Also jahrelang, also ich bin ein Online-Guy, ja, und ich sage nie, dass ich keine Frau hatte, aber diese Frau hatte ich irgendwo überwiegend im Online-Gesprochen, also Tinder, also keine Werbung, Tinder, Bumble, Hinge und so weiter, alle Deutsche, so Lovo, bla bla bla. Aber dieser, am Endeffekt habe ich verstanden, dass es eine Fake ist. Ja, schreiben kann man alle gut und so weiter, aber dann kommst du zum einem Date, ja, und du siehst tote Hose. Ja, du siehst eine Frau und keine Energie, keine Worte. Wir haben nichts zu reden, ja. Und das ist total, total, total scheiße, ja. Und wir sehen beide, wir haben nichts zu reden. Und nach jahrelang, so Tinder habe ich schon bis zum Ende gegangen, ja. Bis zum Ende gemacht. So, also ich bin sehr intensiv mit Tinder beschäftigt und so weiter. Aber das funktioniert nicht, ja. Das ist ohne Ende, das ohne Ende, ja. Und das war auch meine gute Entscheidung, also meine Lebensveränderung Entscheidung. Ich mache jetzt offline, ja. Und weil alle machen das online, ich mache das offline. Ja, das heißt, ich Im habe echten mehr. Leben, im echten Real Genau, Life, Real Life. genau. Und das ist ganz anderes. Da Also, wie ist meine du. erste Frage. Warte, Ja, lass mich mal genau. da ansetzen. Du bist ja schon jetzt seit einigen Wochen bei uns im Coaching. Ja, Genau. hast ja schon auch erste gute Erfolge gehabt, Fortschritte. Was war denn dein Hauptgrund, dass du gesagt hast, okay, mit dem jungen Burschen und seinem und mir ziehst du das Coaching durch, du möchtest es lernen. Was war der Hauptgrund, warum du mit uns ein Coaching machen wolltest? Schau, genau. Ich hatte halt so lebenslang, also bei mir war immer erster Schritt, war immer schwierig, ja, einfach ansprechen. Und ich hatte eine Wahl, ja. Entweder ich bleibe immer mit meinen Ängsten weiter, lebenslang, oder ich mache Schritt vor, ich suche eine richtige Coaching und mache meine Sache und verändere mein Leben, ja. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich mein Leben verändert habe. Und das war echt toll und für mich, wie gesagt, ich habe geschlafen, das ganze Leben, und jetzt mit euch, Jetzt siehst du, was alles möglich ist. das funktioniert ganz anders. Ganz, ich muss zu einer Frau einkommen, ich muss reden, kommunizieren, ich muss nicht abwarten. Keine kommt zu dir, keine kommt zu mir, ja, keine sagt, hallo, du bist ein toller Guy, du, komm, na, keine sagt, nur ich mache das, ja, und natürlich, ja, ich Bist ein weiß, Mann und nimmst dein Leben selber in die Hand. genau, das ist genau nur meine Verantwortung für mein Leben, ja, und ich habe verstanden, nur ich muss proaktiv sein, ja. Ich muss Schritte vormachen und es ist extrem wichtig, diese Schritte richtig zu machen, ja. Und wir wissen Ja, halt. das ist ein guter Punkt, Kilian, ja, wie man das macht. Du warst ja vor dem Coaching ja etwas schüchterner, hast dich gar Genau. nicht getraut, auf Frauen zuzugehen, Genau, genau. hast ja auch nicht so die tollsten Erfahrungen gemacht. Also auf der Singleparty lief ja auch gar nichts, ne? Ja. Waren ja mehr Männer da als Frauen und die Frauen sahen jetzt auch nicht so gut aus. Das waren ja mehr so Frauen um die 40 rum. Ja. Klar, die sehen jetzt nicht scheiße aus, aber im Vergleich zu einer 20, 25-Jährigen ist schon ein großer Unterschied. Stimmt das oder möchtest du dazu was ergänzen? Genau, das ist die Riesenunterschied, wenn du willst. Ja, es gibt die Frauen, die einfach kommen zu in dein Leben. Ja, irgendwo in Uni oder Arbeitsumfeld, die kommen die Frau einfach so, ja, du kennenlernen. Ja, aber andersrum, wenn du durch die Straße gehst und du merkst sofort, ah, diese Frau gefällt mir.
und du gehst einfach, ja, und du kannst diese Frau gewinnen. Und dann fühlst du dich glücklich. Du fühlst dich als ein Mann. Ja. Wie ein du Mann. Du fühlst dich als ein Mann, genau. Du machst die aktiven Schritte, ja. Und nur dafür und nur danach fühle ich mich glücklich. Ja. Ich treffe die Entscheidung. Ich mache Schritte, ja. Ich bin proaktiv. Ja, das sind ja schon die ersten Erfolge. Das sind ja schon die ersten Erfolge. Das wäre jetzt ja meine nächste Frage jetzt, Kilian. Du bist ja seit einigen Wochen im Coaching, du bist noch nicht so lange dabei. Ja. Aber du hast ja schon positive Veränderungen in deinem Leben, ja? Genau. Du magst mal ein paar Erfolge aufzählen, ja? Was du merkst, was besser geworden ist in deinem Leben, seitdem du Coaching bei uns hast. Ja, statistisch gesehen, alles, was ich probiert habe, ja, die irgendwo treffen, offline treffen oder ich war beim Tanzen, beim Salsa, ja? Beim Salsa, um Frauen kennenzulernen, ja? Oder online und so weiter. Und einfach, was ihr macht, die Coaching, also beste Konversion. Das heißt, ich bekomme viele, viele mehr kennenlernen. Ich bekomme viel mehr Dates, wenn ich einfach auf die Straße zu einer Frau komme, anspreche, ja, und mache genau, was ihr mir sagt. Und das funktioniert bei mir perfekt, ja. Und das ist ein richtiger. Und was hat sich geändert? Was? Du warst ja mal schüchtern. Bist du immer noch so schüchtern? Ja, ich bin nicht perfekt, ja. Ich merke sofort, dass, wie gesagt. Ich steige meine Qualität, meine Skills kontinuierlich, ja. Und das für mich ist. Du bist schon selbstbewusster geworden, Kilian. Genau. Ja, für mich ist. Hast ja. Ich mache alles ruhig. Tag schon mal drei Nummern geholt in einer knappen halben Stunde. Jetzt bin ich ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich bekomme so viel Nein. Ich sag, nein. Früher war das so. Sie sagt mir nein. Sie hat mir einen Korb gegeben. Ja, Stress. Ja, ich bin schlecht. Jetzt mir scheißegal. Sag mir nein. Okay. Das ist die nächste. Okay. Da gibt's eine bessere Frau. Dann eine. Ja, cool. Okay. Ja, und bin ganz ruhig geworden. Ganz confident. Ja, ist egal, was passiert. Ja, locker, confident. Genau. Genau. Die Fehler machen, das ist ganz okay, das ist ganz normal. Ja. Und dadurch lernst du es. Genau. Und das ist ja noch am Anfang des Coachings, wir haben ja noch etwas Zeit mit dir. Genau. Also ich kann mich bei dir erinnern, du warst sehr schüchtern, hast noch nicht mal dich getraut, nach einem Weg zu fragen. Genau. Jetzt hast du schon die ersten Dates gehabt, mehrere Nummern geholt, hältst die Hand der Frau viel selbstbewusster, viel mutiger. Also du hast jetzt in kürzester Zeit, in wenigen Wochen schon so einen großen Schritt gemacht. Richtig. Und ich bin da an dieser Stelle sehr stolz auf dich. Und da kommt auch meine nächste Frage an dich, mein Bester. Du weißt ja, es gibt ja viele Männer, die vielleicht in deiner Situation stecken, im selben Alter. Du warst ja auch mal verheiratet, hast du mir erzählt. Hm. Hat ja nicht ganz geklappt. Und gibt's auch viele Männer, die waren mal verheiratet, die sind jetzt wieder Single, die waren vielleicht auf Single-Partys, Online-Dating läuft nicht so gut bei den meisten. Was würdest du den Männern raten, die jetzt in deiner Situation stecken und sich überlegen, ob die vielleicht ein Coaching bei uns machen sollen, ob die auch wirklich das lernen sollen, um ihre Entscheidung zu erleichtern? Ja. Hast du so Tipps an die Männer? Genau, ich hätte gern um 16 das erfahren, nur 15. Ja, weil es ein Skill, ja, du investierst in dich selbst, das ist ein Skill, ja, du das, also, wie viel Geld vergeben wir für die Alkohol oder für die Party und so weiter, das ist für nichts. Das ist für nichts. Aber dieses Skill, nicht nur die Frauen, sondern die Lebens, ja. Ich hatte heute ein Interview, so meine Arbeitsgebergespräch. Und ich Bewerbung, fühle, ja. Genau. Ich fühle mich ganz ruhig. Ja, ist mir okay. Selbstbewusstsein. Genau. Ich merke das sofort bei mir, ja. Ich war immer nass. Ich war so beim Gespräch, bin nur nass, bin stressig, was wollte. Aber jetzt, heute habe ich gemerkt, bin ich nass. Ist mir okay. Ja, ich fühle mich ganz, ganz confident. Und mit also verstehe ich das richtig? Du bist selbstbewusster geworden, nicht nur im Umgang mit Frauen, sondern auch in deinem gesamten Persönlichkeit. Genau. Also auch bei Bewerbungsgesprächen, der Arbeit und merkst, hast du auch schon große Vorteile davon. Genau, weil ich bin gut trainiert, ja, und dank euch, ich bin schon mehrere Stunden auf der Straße, ich bekomme ständig Stress, ja, aber wie gesagt, 1:1 Coaching. Nur, 1:1 Coaching, aber nur durch den Stress bekommst du also besser, ja, nur so funktioniert. Stress ist das falsche Wort, ich weiß, du hast einen russischen Hintergrund, deswegen ist Deutsch noch nicht so mächtig, du meinst eher, dass diese Komfortzone zu verlassen für dich ein bisschen Überwindung kostet, das meinst du mit Stress, weil das ist ja genau der Punkt, genau dann, wenn es unangenehm wird. Genau. Für und mich du etwas war machst, dann sprengst du deine Komfortzone, entwickelst du deine Persönlichkeit. Das ist wie beim Fitness, ja. Nicht die ersten 5 Sätze, wenn du jetzt Bankdrücken machst, sondern der letzte Satz, wo du nicht mehr kannst. Und auf geht's, jetzt nochmal die letzten Kraftreserven rausholen. Genau, aber dann weg sein musst du, genau das, dieser letzte, letzter Schub. Das ist entscheidend zum Wachstum. Dasselbe ist mit der Komfortzone.
nicht nur Frauen anzusprechen, sondern jetzt, dass du dir eine machst, auch wenn die Mutter dabei ist, egal, in der U-Bahn, auch wenn alle hören, auch wenn es unangenehm ist oder wenn du auf einem Date bist, du weißt nicht, wann der perfekte Moment ist zum Kuss. Genau dann, wenn du dich unwohl fühlst, unangenehm, dann ist der richtige Moment, Frau zu küssen. Und nur lernst du dadurch, deine Komfortzone zu verlassen, indem du es tust. Und dafür gibt es halt Coaches wie mich und den Chan, die mich eins zu eins an der Hand nehmen und sagen, Kilian, keine Ausrede, auf geht's, das machst du jetzt. Das ist genauso so, wenn du mit dem, wenn du Ski fahren lernst, Das ist, du hast Angst, du kannst nicht. Aber danach, wenn du das lernst, wenn du das kannst, hast du Spaß. Du bist glücklich, Und was ich noch fragen wollte, ist sehr gutes Beispiel. Aber was würdest du jemandem jetzt raten? Würdest du sagen, zieh das durch? Ist das einfach Beste, durch. Was du machen kannst? Einfach durch. Also, einfach was durch. Würdest du raten? Das ist genau wie Skifahrerlehrer. Genau so, Oder Coaching machen. Genau, auf jeden Fall. Genau so. Das ist ein bisschen kompliziert, vielleicht unschön, unkomfortabel, ein bisschen Diskomfort, aber das lohnt sich. Das lohnt sich, das funktioniert. Am Endeffekt, du bist glücklich, Du machst die Aktion. Ja. Und du bist glücklich, du lernst eine Frau kennen, du schreibst und so weiter im WhatsApp und du bist, cool, das funktioniert, du siehst, du bist einfach glücklich, und das ist für mich also sehr, sehr positiv. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich, ich bin natürlich nicht froh, ich hätte gerne dich 5 Jahre oder 10 Jahre früher kennenlernen, aber... Das sind viele Teilnehmer. Genau. Aber es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, Kilian. Du bist noch 37, hast noch mehrere Jahrzehnte gutes Leben vor dir. Genau. Also, es gibt die Grenze, ich bin zwischen 20 bis 50. Also, Liebe hat keine Grenze für mich. Wir haben auch 80-jährige Teilnehmer gehabt. Es gibt keine Grenzen. Kann ich aus Erfahrung sagen. Genau, ich sage für mich, für mich ist es egal, und ich glaube, ihr gebt mir eine Lösung, ihr gebt mir ein Skript, ihr gebt mir eine so Mittel, wie kann ich mein Problem lösen, und es ist egal, mit wem ich rede, welche Frau, wie alt sie ist. Also keine leeren Versprechen hier. Keine, es ist völlig egal, ich kann das verwenden. Genau, das wäre jetzt meine Frage. Welche Leistungen und Abmachungen von unserem Coaching findest du besonders gut? Was du sagst, ich finde cool, so muss ein Coaching ablaufen, genau das muss so sein. Würdest du sagen, da gibt es so Punkte, die du bei uns sehr gut findest? Für mich ist es natürlich 1:1 Coaching. Als ich gehört habe, was heißt 1:1 für dich? Also 1:1, dass ich bekomme eine persönliche Betreuung. Ich bin nicht in die Gruppe, ich bin nicht eins von 1000 und so weiter. Ich bekomme eine. Wie bei anderen Coaches, Genau, ich bekomme eine 1:1, also Gespräch, mich haben die Kopfhörer und so weiter, du führst mich, wie ein. Wir sind vor Ort, nicht über Telefon, wir sind hinter dir. Genau, du siehst meine Fehler, und das ist live, du siehst meine Fehler, du kannst mich sofort korrigieren, und ich höre einfach zu und ich versuche, natürlich, das ist schwierig, gleichzeitig in der Situation bleiben und dich zu hören, aber das funktioniert, mit dem Zeit, ich merke, das funktioniert. Natürlich zweiter Punkt. Und du lernst es selber, dann ohne mich gehst du raus und hast es verinnerlicht, Klar. Und zweite Sache für mich, ihr gebt mir eine Struktur, ihr gebt mir ein Skript, wie ich mein Gespräch aufbauen muss, weil für mich war immer so Blödsinn, ich stehe mit einer Frau, ich habe nichts zu sagen. Ich bin gestresst, ich bin unter Adrenalin, und je mehr dir eine Frau gefällt, desto stressiger bist du, und das, aber ich habe im Kopf oder Skript, wie es aber laufen muss, und das funktioniert. Ich habe mehrmals versucht, das funktioniert. Und das ist für mich echt positiv und ich bin sehr, sehr dankbar, dass damals haben wir uns getroffen, das war Schicksal. Also ich halte mal fest, du findest es sehr gut, dass wir eine 1:1 Betreuung anbieten, dass wir keine Gruppencalls haben, wo dann viele andere Coaches auf Facebook, Zoom und etc. pp. 50, 100 Teilnehmer sind. Solche Sachen würde ich nie anmelden. Solche Sachen. Die Lebenszeit ist schade. Du wartest da 1,5 Stunden auf Calls, bis du mal eine Frage für 5 Minuten stellen kannst. Das klingt nach Verarschung. Ist nicht so effizient aus unserer Erfahrung, da wir viele Teilnehmer auch von anderen Coaches haben. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Aber ich nehme mal an, du bist da zufrieden bei uns. Du merkst auch den Fortschritt. Und was du auch noch gut findest, ist, dass wir dich an der Hand nehmen, einen Leitfaden haben, wo du ohne Manipulation einfach mal eine Struktur hast. Wie kann ich mit der Frau ein Gespräch, einen Flirt eröffnen? Weil Gespräche ist langweilig. Wir wollen ja
mit der Frau Sex haben. Wir wollen sie zu unserer Freundin machen. Wir wollen nicht nur einfach nur Smalltalk führen und ihr neuer bester Freund werden. Wir wollen Genau. die Frauen verführen oder zu unserer Frau machen, je nachdem, was deine individuellen Ziele sind. Und auch für mich interessant, so wäre sehr, wie heißt, anschaulich, ja, wenn du oder Chen, sie machen das dasselbe, du machst es sofort, du zeigst mir, wie ich es machen muss, ja, und ich wiederhole einfach, ja, und du machst es Also perfekt, ja. du meinst also, dass wir das dir vormachen, bevor ich sage, bevor du Genau, dich anguckst, so das machst hilft du das. immer. Ich Also sehe nicht nur einfach sagen, Vorbild, mach, genau, ich sondern sehe wir Vorbild, gehen mit genau. Vorbild Ja, voran. ich habe ein Beispiel, ja, wie ist, also wie cool, ja, Und das sollte auch ein guter ich mache Coach machen. sehr, ja, genau, ich mache das sehr, sehr easy, ja, und ich immer bewundert, wie kann das? Das ist sehr leicht, sehr easy, einfach. Und die Frau lächelt da, die Frau lächelt zurück, sie reagiert, ja. Und bei mir, eine Frau hat Angst vor mir, das ist normalerweise, ist so weiter. Jetzt ist ein bisschen, ja, ein bisschen, ich weiß, was zu reden, ja, jetzt Jetzt eine Frau weißt du, lächelt was in dem falsch Moment. machst. Genau, ja, jetzt halten sie deine Hand oder du hast sie Genau. letztens mitgenommen in deine Arme weggebracht. Ja, das war. Aber sie hat gelacht, die war voll glücklich, ja. Ja, wie Das ein war richtiger cool. Mann hast du sie getragen, weggebracht. Ja. Wir haben ein Fast, Foto. fast. Du kannst hier ein Foto sehen, irgendwo. Hier kommt ein Foto vielleicht. Ja, das ist Hast du dich vor unserem Coach auch mal mit anderen Coaches mal beschäftigt gehabt? mit anderen Teilnehmern. Coaches, also anderen Flirt-Coaches oder hast du da noch Nein, nie? brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich sehe schon, so, ich habe schon meine Favoriten ausgewählt und ich brauche nicht. Ja, ich sehe, wie es bei Ulf läuft. Mehr brauche ich nicht. Also, es funktioniert. Hauptsache, Danke es fürs Kompliment. funktioniert. Es funktioniert. Ja, was muss man brauchen noch? Ja, du Und hast es ist schon, einfach, es ist nicht kompliziert, ich habe schon meinen Mercedes. Ja, mehr brauche ich ja. nicht. Mehr brauche ich nicht. Wir werden noch zum Lamborghini, keine Sorge. Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Zwei, bist du zufrieden bis jetzt mit unserem Coaching? Hast du dir so vorgestellt? Vollständig, vollständig. Also ich bin sehr, sehr glücklich, ja, und ja, ich bin noch nicht fertig und ich bin überrascht. Das ist quasi, ich erinnere mich danach, ich erinnere mich an mich ein halbes Jahr vorher, das war eine ganz andere Person. Also Schuchten mit den Frauen, ja, ich habe geschaut, ja, ich habe nie Action gemacht, ja, ich habe ihn geschaut, sie geht weg einfach so, Chancen langweilig. verpasst. Langweilig, langweilig, genau. Jetzt ist für mich egal, ich sehe eine Frau, das ein, zwei, ich gehe schon einfach direkt, wie du mich zeigst, ja, ohne Gedanke, einfach direkt, ja, Wie ein hi, echter Mann. Entschuldigung, ganz kurz, spiel so durch, ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, wenn sie sagen, nein, 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 okay, kein Problem, ja, aber vielleicht sagen sie ja. Und das auch ich habe auch eine gute, wie heißt, gute Gedanken genommen, ja, man muss wiederholen. Wenn sie sagt nein, okay, weiter. Weiter, 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 weiter. Und das ist immer wichtig, Ja, ja. Keiner das hat gesagt, Wichtige, das funktioniert, das von erstes Mal, nein, du schau machst mal, perfekt. weil viele Frauen haben auch generell Bock, das liegt daran, viele sind auch wirklich vergeben im Ja. Alltag. Ja, auf der Straße gibt es verschiedene Frauen, das ist eine Single-Party, wo fast nur Singles hingehen, Ja. wo dann eine bestimmte Zielgruppe ist. Im Alltag gibt es verheiratete Frauen, verlobte Frauen, Mütter, Ja. die haben Kinder dabei, die sind mit ihren Freunden unterwegs. Du weißt ja nicht, wer Single ist. Und in der Regel sind die meisten Frauen auch schon vergeben. Ab deinem Altersbereich, die meisten haben sich eher schon Ja, gebunden. ja. In meinem Altersbereich gibt es auch noch einige, die Single sind. Ja, Ja. es ist einfach auch normal, ne? Je nach Aber Altersrange. trotzdem, unabhängig davon, wie gesagt, Flirt ist gut Trotzdem für besser die als Online-Dating. Flirt ist gut für die Seele, ja. Und du machst, okay, du kommunizierst mit der Frau und du bist einfach glücklich, ja. Du fühlst dich gut. Ja, Ja, das ist war cool. Spaß Das machen. heißt, Ja. Du hast ja keinen genau. Druck mehr, ja. Es ist Ja, zack, ja, die ja. nächste Für mich Frau. ist okay, Dann, cool. Nein, wir ja, haben gut gesprochen. Sie hat gelacht. Wunderbar. und du hast jederzeit die Möglichkeit, tolle, wunderschöne Frauen, wo du vielleicht als Mann nicht so groß, hübsch bist, auch Ja. online oder reich bist und du denkst, oh, die ist über meine Liga, aber zack, sprichst du sie an. Du bist Denke einer von nicht. sehr wenigen Genau. Männern, die Eier Genau. haben, die wissen, wie Ja, es geht. ja, ja, Zack, ja. hast du sie heute mitgenommen und mit dir geilen Sex gehabt. So Und schnell kann es gehen. ich habe so viele Komplimente von den Frauen Komplimente bekommen. Ja, das ist, mach weiter. Ja, ich bin schon vergeben, aber bitte mach weiter, mach Komplimente. Das ist sehr gut, das gefällt Du mir bist ein super. richtiger Mann, hat eine Genau, gesagt genau. Und letztens. sie strahlt, ja, ich bin schon vergeben, aber mach bitte weiter, du machst alles gut, super und so weiter. Ich bin sehr glücklich, ja, cool, toll, sie hat mich gerettet. Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Würdest du unser Coaching an andere weiterempfehlen? Immer, also immer, immer, nur, genau, ich bin voll glücklich und ja, das ist wie gesagt, wie ein guter Doktor, ja.
Das muss man immer schreiben. Hast du einen guten Doktor? Ja, ich habe schon. Also nur für gute Freunde kannst du einen guten Doktor weitervergeben. Und natürlich ist es wichtig, ja, das funktioniert. Bei euch, das funktioniert. Ja, das ist Hauptsache. Und egal, wie viel es kostet, ja, egal, wie viel Zeit du brauchst, Hauptsache, du machst das. Du machst das langsam. Jeder macht dein eigenes Tempo. Und es ist wichtig, dass du gehst immer weiter. Also das ist sehr schön. Dankeschön, Kilian. Wie gesagt, ich habe auch damals viel Geld gezahlt. Wir sind im Vergleich zu anderen Coaches Preis-Leistung absolut unschlagbar. Und wir bieten immer eine Probestunde an. Ja. Das heißt, bevor wir Leuten teure Pakete verkaufen am Telefon, oder weil die meine YouTube-Videos gesehen haben, zeigen wir vor Ort. Ja? Genau. Man kann bei uns das kostenlose Kontaktformular ausfüllen. Dann kann ich am Telefon gerne mit dir telefonieren, wenn du Interesse an Coaching hast. Dann machen wir immer eine Probestunde. Das heißt, wir gehen erstmal raus mit dir. Du lernst uns kennen, ob wir es wirklich kennen, wie ein Coaching aussehen würde für einen sehr fairen Preis. Und wenn du dann sagst, geil, ich bin überzeugt von euch. Ich weiß, ihr könnt es mir beibringen. Jetzt ist der Zeitpunkt, ich will mein Leben in die Hand nehmen, weil ganz ehrlich, Männer, egal ob 18 oder bis 80, wir werden immer älter. Lebenszeit geht immer verloren. Du kannst arbeiten gehen, du kannst Geld verdienen. Jederzeit kannst du Geld verdienen. Aber deine Lebenszeit, die geht weg. Jeder Tag, wo du wartest, dein Datingleben, auch deine Persönlichkeit in die Hand zu nehmen, ist ein Tag, den kriegst du nicht mehr zurück. 10.000 Euro kannst du verdienen, 20.000 Euro kannst du verdienen. Aber eine einzige Sekunde an Lebenszeit kannst du nicht mal mit einer Milliarden Euro zurückkaufen. Und wenn du daran überlegst, dann ist der Zeitpunkt, durchzustarten. Denn du lebst nur einmal auf dieser Welt. Und das ist so eine krasse Veränderung, die du in deinem Leben hast. Das ist die Sache, Wie gesagt, bei uns kannst du immer zuerst eine Probestunde machen, uns kennenlernen. Genau. Und wenn es dir gefällt, unser Coaching, unser Konzept, wie wir dich individuell in der Hand nehmen, können wir auch sofort durchstarten. Ja. Und du wirst in wenigen Wochen wieder, Kilian, ein ganz neuer Mensch. Genau. Selbstbewusster, erfolgreicher mit Frauen, aber auch im Berufsleben und in allen anderen Bereichen. Hast du ein Abschlusswort? Genau, du baust, also für mich war eine Rieseninvestition in mich selbst. Ja, ich baue ein Skill auf und das ist, also wie viel kostet mein Glück? Mein Glück ist es unbezahlbar, ja. Und jetzt fühle ich mich glücklich, ja. Ich kann machen, was ich immer, ich hatte ganz Leben Angst, ja, einfach zu einer Frau einkommen und anzusprechen. Jetzt habe ich ganz wenig Angst, ja. Ich lerne was weiter, aber ich fühle mich schon glücklich, ja. Du genießt dein Leben. Genau. Du bist glücklich. Das kostet Millionen, ja. Ich bin voll glücklich. Geld kann Glück nicht kaufen. Genau. Das du bist erfüllt und selbstbestimmt. Gute Wort, erfüllt. Dann, mein Bester, ich danke dir für deine Zeit. Also, danke, dass du deinen Bericht, deine Erfahrungen teilst und vielleicht auch andere Männer motivierst, ihr eigenes Leben jetzt in die Hand zu nehmen. Genau. Und es ist nicht schlimm, Hilfe zu holen. Ja, man kann nicht perfekt sein. Wichtig ist, sich seine Schwächen einzugestehen. Und durch Hilfe eben an denen zu arbeiten. Und so wirst du in meinen Augen zum richtigen Alpha-Mann. Und man ist nicht als Alpha geworden. Man wird nur zu einem hohen Tier mit Status, wenn man an sich arbeitet. Und an dieser Stelle, danke, Kilian. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und ich hoffe, dass du auch anderen Männern jetzt nochmal eine Chance in ihre Hand gegeben hast, ihr Leben zu verändern. Super. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar oder einfach telefonieren und so weiter. Also, oder sehen wir uns auf der Straße. Bam, bam. Dann Kilian, dir noch einen schönen Abend. Danke dir, mein Bester. Genau, dann sehen wir uns auf der Straße.